Willkommen zurück zu einem neuen Part von SWAT 4. Wir haben letztes Mal aufgehört bei Northside Vending and Amusement. Wir haben uns das schon mal angeschaut. Ich habe auch noch die Ausrüstung ein bisschen gewechselt. Habe mir selber auch noch die Gotcha-Pistole gegeben. Während dann mein einer Chef noch die Dings dazu bekommen hat und Gerard der Einzige bleibt mit einer scharfen Waffe. Jedenfalls haben wir gelernt, dass da einer unserer Undercover-Typen nicht mehr zurückgekommen ist und wir den jetzt rausboxen müssen. Und wie wir wissen, Leute, die illegale Sachen betreiben, die sind nicht gerade sehr gut auf die Polizei zu sprechen. Deswegen können wir damit rechnen. In einem Raum, wo Leute mit Waffen sind, werden die sofort auf uns schießen. Also immer schön betäuben oder halt zum äußersten greifen, ihnen eine Kugel ins Knie ballern. Aber wir werden jetzt erstmal das starten. Ich schau mal, wie viel ich noch weiß vom letzten Mal. Jo. Genau, der Typ da oben mit der Minigun. Mit der Minigun, genau, mit der Uzi. Das ist der, der macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich kann mich noch erinnern. Ich habe es ja schon mal gezockt, aber das hat Ewigkeiten her. Swain. Geil. Zieht er uns da die Tür auf? Guter Mann. Okay. Ich will unten durchgucken. Eintrittsgruppe. Unter der Tür durchspiegeln. Roger, Sir. Weil von hier hinten kann ja niemand kommen. Das ist ja das Praktische. Werden wir jetzt erstmal schauen, was wir hier haben. Entschuldigung für das Rumgefuchtel mit der Waffe. Aber ich will mich auch wieder ein bisschen Niemand zu gewöhnen. sehen. Ich möchte das erstmal selber mich noch überzeugen, dass wirklich der Fall ist. Ich würde gerne unter der Tür durchschauen. Hier ist niemand. Also ich sehe hier auch niemanden. Seht ihr jemanden? Nicht, oder? Dann An der Tür bereit machen, überprüfen. tut mir mal sagen, ob das offen ist. Tür ist offen. Gehen wir mal rein. Hinein und sichern. Los, los, los! Was machen Bis denn? Jetzt alles klar. Nachhut! Polizei, alles klar. Ich will die Hände sehen! Runter auf die Knie! Sofort! Polizei! Ich will die Polizei, Hände sehen! Polizei, sofort runter! Nein, Mann, wir haben richtig Ärger! Passen Sie Verdächtige auf, Person Ziel. Entdeckt! Polizei, ja, alle runter! Mach die Tür zu! Polizei, Waffen fallen auf den lassen! Boden und Polizei, Hände Waffen fallen lassen! Siehst du den durch die Wand? Ich will jetzt erstmal hier, dass ihr euch hier aufstellt und mir unter der Tür Spiegeln, unter durchguckt. der Tür checken. Ich Verstanden, guck hier unter dran. der Tür durch. Und will wissen, ob hier einer unten dran ist. Eine Person, unbewaffnet. Weil der andere ist abgehauen, das weiß ich. Das ist gut, das können wir offen lassen, da war vorher einer auf dem Klo. Wir gehen hier definitiv nicht rein, ohne uns vorher abzusichern. Deswegen Gas CS da rein. vorbereiten, durchbrechen und sichern. Hab da keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Hoch, er gibt nicht auf. Bewegung, los, Hände los, los. Hoch, runter Polizei, auf die Knie. Weiter. Hände hoch. Ist nicht hier alles okay. Raum gesichert. Kontaktperson hat sich ergeben. Nehmt ihn in Gewahrsam. Nehmt ihn in Gewahrsam. Machen Sie es mir nicht unnötig schwer. Unten bleiben. Das ist ein legales Zivilperson Geschäft. In Sicherheit. Wollen Sie mich ruinieren? Ich will hier einen Keil reinmachen, dass wir uns auf einen konzentrieren können. Unten durchgucken. Ganz verdammt. Ein sehr legales Geschäft. Ja, sicherlich. Kleiner Schmieriger. Doc hier eindringen, Team. Zivilperson in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Verstanden, dranbleiben. Keine Kontakte zu sehen. Okay, dann. Guckt hier noch nach. Holt den Keil raus. Nein. Sofort. Spiegeln. Unter der Tür checken. Nein. Los nicht, geht's. Nicht den Keil rausholen. Hier ist definitiv einer langgelaufen. Wir hatten ja noch einen mit. Das ist dieser große Raum, von dem der eine da Personen zu sehen. Gesprochen hat. Da ist definitiv einer ums Eck. Da bin ich mir zu 100% sicher. Tut euch mal Position aufstellen. Einnehmen. Tür aufstellen. Überprüfen. Ich gucke hier nochmal schnell unten durch, um zu gucken. Ist offen. Okay.
Da oben ist definitiv einer. Können wir drauf gehen? Aufmachen, Gas und sichern. Rein da. Ich gehe da definitiv nicht unvorbereitet rein. Also los, also los! Ja, ihr müsst euch auch aufhören, gegenseitig zu blocken. Keine sichtbaren Bedrohungen. Lass mich auch noch reinlassen. Bereit für Nachhut. In Position, alles klar. Verdächtige Person entdeckt. Runter, Hände hoch. Polizei, auf den Boden, sofort. Polizei, Waffen fallen lassen. Schnappt sie. Hände hoch, runter. Hier ist Sierra 1, habe hier eine unbekannte Person. Blendgranate los. Hat da mal eine Blendgranate rein. Da oben scheint keiner zu sein, oder? Kommt eine Blendgranate, ich hab's gehört. Wir machen noch schnell Page ab. Wie war das nochmal? Ja, ich war ja vergessen, wie man ihn. Bild aufwärts. Scharfschützenbild aufwerten, um zu aktivieren. Ja. Auf den Boden, sofort! Ich habe vergessen, wie man den Scharfschützen baut. Immer ich nachher nachgucken. Wir waren nochmal auf der Taste T, oder? Die Taschenlampe. Nachrücken! Ich möchte gerne wissen, ob hier wirklich. Hinter Ihnen, Boss! Mir nachrücken! In Position! Wirklich keiner ist. Okay, hier ist wirklich keiner. Ich gehe voraus, alle hinter mich. Roger, ach, komme zu Ihnen. Hinter Ihnen, Sir. Nachrücken. Wir Scharfschützen-Team. An der Absperrung werden Schüsse aus dem benachbarten Waschsalon abgefeuert. Talk an Eindring-Team. Einer von Wolfs Informanten. Runter, Hände hoch. Und Laden hätten eine Verbindung. Das muss schnellstens überprüft werden. Okay, wir haben neue Aufträge Roger, bekommen. Die Mission läuft schief. Ich weiß. Rot. Geht auf Nummer sicher, den Stab benutzen. Blau. Verstanden, Boss. Unter der Tür durchspiegeln. Team Blau. Okay, bin dran. Wir haben Schüsse gehört. Okay, wir gucken auf beiden Seiten mal nach. Niemand zu sehen. Eine Geisterstadt. Kann ich mir nicht vorstellen, meine Freunde. Weil da ist einer definitiv reingegangen. Der eine, der uns eh schon die ganze Zeit davongelaufen ist. Sieht mir aus wie unser illegales Casino hier. Und da drüben ist definitiv einer. Ich weiß. So. Ihr tut uns jetzt erstmal einen Keil rein. Wir entscheiden uns erstmal für eine Seite hier. Entschuldigung, stehe ich im Weg. Hast du den Keil drinne? Tür verkeilt. Gut so, dann hier. Gar. Ja, wir können auch mal mit Gummigeschoss einsetzen. Ich verstecke mich hier hinter der Wand, da ich nicht so gerne gehittet werde. Ich passe auf, dass keiner von hinten kommt. Ist klar! Durch die Wand oder was? Oder habt ihr euch gegenseitig mit Gummigeschossen abgeknallt? Ihr seid mir Vögel, ganz ehrlich. Hier ist keiner. Hinter der Tür nachsehen. Ihr seid mir. Los geht's. Ihr seid mir Vögel, ganz ehrlich. Ich hab hier zwar schon durchgeguckt, aber. Aha. Eine ganze Gruppe. Viele Typen und Knarren. Viele Typen und Knarren? Okay. Erstmal hier die Tür aufmachen. Und dann gucke ich nochmal bei der anderen Tür nach, was das für eine Tür ist. Würde ich gerne wissen. Ihr könnt ja da stehen bleiben. Die wissen ja nur, die wissen nur aus unverlässlichen Quellen, dass ich hier bin. Okay, hier können wir auch nochmal lang. Dann lass mich mal schnell vorbei. Auch wenn ich dann wieder angeschnauzt werde, ich geh mir im Weg, ist mir Wurst. Hui, 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 hui.
Der steht gleich mit zu uns zur Tür. Der wird definitiv sofort das Feuer öffnen, sobald er uns sieht. Aber, ich habe eine Idee. Ich möchte, dass sie hier einen Keil reinmacht. Kaltas, ich will keine Überraschung. Will, dass der hier nicht raus kann. Die kommen von der anderen Seite. Ihr macht da schön einen Keil rein. So kann der jedenfalls nicht abhauen. Ihr guckt hier mal noch nach, was ihr noch dazu sagt. Wir gehen von hier rein. Wir kommen dann von hinten. Er dreht uns ja eh dann den Rücken zu. Bevor der merkt, dass wir von hinten, wie die Village People von hinten kommen, hat sich das erledigt. So, unter der Tür durchgucken. Ich habe auch schon mal unten durchgeglotzt, aber ich habe nichts gesehen. Keine Ziele zu sehen. Wollen wir auf Nummer. Ach komm. Geht da rein, los. Wir gehen mal auf Nummer sicher rein. Öffnen und sichern. Danke. Zeit für den Einsatz. Los, los, los. Keine sichtbaren Bedrohungen. Alles Nachhut. Klar. Raum gesichert. Ja, hier ist gesichert. Unter der Tür durchspiegeln. Bin dran, Sir. Sieht mir hier ein bisschen anders aus. Völlig legal, hat der eine gesagt. Ja, ja, sicher. Bin auch der Meinung, dass das hier alles völlig legal ist. Ein paar Typen mit Knarren, oder? Eine verdächtige Person zu sehen. Okay, lass ich auch nochmal unten durchschauen, dass wir uns ein bisschen planen können. Wenn wir uns den Rücken zudrehen, können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Er dreht uns also den Rücken zu. Blenden und sichern. Öffnen und blenden, los. Tür ist verschlossen, Durchbruch bestätigen. Schloss öffnen. Schloss knacken. Bin ich hier, um Sachbeschädigung zu machen. Obwohl wir ihn so eigentlich voll erschrecken könnten. Ich stehe hier nicht kurz durch. Schloss ist offen, Sir. Und jetzt blenden und blenden rein. Und sichern. Der sieht uns ja nicht von. Ich habe eine verdächtige Unter. Person. Polizei! Nachhut, ich rein! Verdächtige Person! Verdächtige Person! Unter. Der Reich gesichert! Gira, alles klar! Verdächtige Person kooperiert! Verdächtige Person hat sich ergeben! Was Roger. Zum... Sir. Nein! So! Sehr schön! Haben wir das gut gelöst! Er ist hier ein Schwein! Ich definitiv nicht! Die Tech muss mit Gas ein! War doch gar nicht Gas, ich hab den nur. Waren wir hier schon mal drin? Ich lass das mal zu. Ich glaube aber, da waren wir schon mal in diesem Raum. Das war der mit der Treppe. So, haben wir doch gut gelöst. Dann, du guckst hier nochmal durch. Ich möchte wissen, ob das der Raum ist, wo die viele Knarren sind. Schön brav sein, meine Freunde. Wir sind die besten Freunde, solange keine Mätzchen macht. So. Auf da. War das der Raum? Zwei Personen. Eine bewaffnet, eine nicht. Genau. Wir müssen schauen, ob das der ist, der uns jetzt den Rücken zudreht. Jetzt hat er sich wieder gedreht. Eine bewaffnet, eine nicht. Wir schauen mal, ob wir es trotzdem hinbekommen. Mit Gas öffnen. Gas öffnen. Zum Teufel! Bewegung, Jungs! Verdächtige Personen sich! Runter! Waffen fallen lassen! Ich will ja! Runter! Mir nachrücken. Komme zu ihm, Sir. Mach ihn sicher. Ich möchte den sicher haben. Bin dran, keine schnellen Bewegungen. Unten bleiben. Dann bist du mal. Könntest du mal weggehen? Komm, geh weg. Versuch keine Mätzchen. Leg ihm Fesseln an. Haben wir sonst noch jemanden hier? Also übernehme ich selbst. So, lief doch in sein. Ich hab nur Karten gespielt, Herr Hund. Verdächtige Person in Gewahrsam. Talk hier Eindringteam. Verdächtige Person gesichert Evakuierung. Schön langsam. Ja, wir haben einen Flüchtigen, deswegen haben wir hier ja die Tür zugemacht. Fesseln Sie mich nicht, bringen Sie mich raus. Eindringteam. Zivilperson sicher. Noch eine. Ah, das ist der, den wir noch gesehen haben.
Sehr schön, Waffenhammer dabei. Wie sieht's denn eigentlich mit der Mission aus? Neutralisieren, Louis Bourgeois verhaften. Okay, wir haben einen Verletzten. Jo, aber wir sind ja hier noch nicht lang nicht fertig. Nachrücken und zum Eingreifen bereit machen. Wir müssen uns hier noch kurz schauen, ob wir hier schon mal waren. Hinter der Tür durch. Aber das sehen wir uns im nächsten Part an. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.